Hallo Leute und herzlich willkommen zu Samcard und ein weiter Video. Und zwar machen wir heute Revive von Prosper. Sieht danach aus, als wäre das so ein, ja, so ein Fördermanager hier, so Förderbandmanager. Ja, so Konstruktionsbilder, keine Ahnung. Ja, und wir gucken uns das Ganze mal an. Wir sehen schon auf den ersten Blick, es ist deutsch, das ist schon mal ganz, ganz gut. Eigene Charakternamen, ja. Konnte ich das machen? Ein Charakternamen? Keine Ahnung, es war eingegeben, okay. Naja, keine Ahnung. So. Eine Charakternamen. Wieso steht da nichts? Egal. So. Gucken mal hier. Das ist alles gut so. V-Sync mach mal an. Das ist gut, okay. So, anwenden. Dann Audio. Machen wir Musik raus. Das ist ganz wichtig. Ansonsten Eingabe. Okay, so. Okay. Das passt alles soweit so. Was ist jetzt hier anmelden? Was ist das? Das Rufen von Karten oder das Bären von Karten anderer Spieler, musst du dich anmelden. Wir wollen unseren Spielern Qualität vor der Inhalt bitten. Okay. Alles klar. Na gut, brauchen wir erstmal nicht. Eine Charakternamen verstehe ich immer noch nicht, warum das da steht. Okay, aber egal. Wir rutschen einfach rein. Kampagne spielen. Okay, Erde. Gut. Mal gucken. Was ist hier los? Oha, Intro. Okay, hier ist so einiges. Alles klar. Was, Trains gibt es? Train Chain, Trains and Toxic. Okay. Wir fangen einfach mal an, Intro. Das finde ich schön, dass es sowas gibt. Once upon a time, humans inhabited the earth. After the humans, the land started to heal. And the other creatures got their chance. Their momentary blink in the stream of eternal time. A chance to make a difference. Will they make it? Will they create the paradise they imagine? Or will it be another hell? Oha. Dachte, das wären Menschen. Ist gar kein Mensch. Alles klar, aber vertot ist schon mal gut. Okay, was hier jetzt? Salvador Zieger. Sieht wirklich aus wie ein Ziege. Hey Boss, ja du, hinter das du, ja du, okay. Bring mich über diesen Graben. Oha. Kannst du das Gelände verändern? Fangen wir mit dem Graben im Boden an. Oh, gibt's sogar Videotutorial? Aha. Nicht schlecht gelöst, ne? Nicht schlecht gelöst. So kriegt man gleich, bei dem Spiel, gleich mal ein paar Klicks. Gut. Gut gelöst, auf jeden Fall. So, mal gucken hier. Kann ich das nicht drehen? Ah, hier so, okay. Oha, was muss ich jetzt machen? Treppe graben. Sieht fast aus, wäre es Lemmings, oder? Hungrig. Ach du Scheiße, okay. Krass, Fahrzeug im Shop kann nicht gefunden werden. Okay, gut, also Treppe graben. Achso, mein Mitarbeiter sozusagen. Okay, cool. Oh, der baut sogar eine Treppe. Das ist ja cool. Okay, was macht er jetzt? Ernte. Okay. Holz. Und da muss ich wahrscheinlich eine Brücke bauen. Aber cool. Das sieht schon cool aus. So, Baumenü. Oha. Was denn hier alles? Oha. Erdtreppe, Fahrt. Nee, das ist, glaube ich, falsch. Oha, ey. Arbeitsbereich Golem Factory. Ach du Scheiße, was ist das alles? Ah, okay. Ich dachte jetzt schon, hier gibt es noch ganz viele Tabs. Okay, dann geht es. Okay. Dann geht es. ja. Hello. Hier Plattform. Erdtreppe, Plattform. Bretterbrücke. Ah, so, zack. Nimmt doch gleich das Holz und baut das. Super. Cool. Hey Bruder, was machst du hier? Bruder, ich habe mich bin am Verhungern.
Ja, ich auch. Hey Boss, wir müssen etwas essen. Wie wär's mit einer Karotte? Oder einen Fisch? Ich würde auf jeden Fall einen Fisch bevorzugen. Und wir sollten etwas trinken. Eine Tasse kaltes Wasser wäre toll. Okay. Interessant. Das ist echt, also mal ehrlich, das ist echt eine coole Mischung jetzt, ne? So? Fasziniert mich. Ich dachte, das wäre nur so ein Produktionsding, aber du musst dich hier wirklich um deine Arbeiter kümmern und sowas alles und hast sozusagen auch verschiedene Aufgaben, damit die irgendwie da hinkommen und so. Ey, das ist cool. Du brauchst Wasser und Feuchtigkeit. So, jetzt müssen wir erstmal hier das hier bauen. Wieder so eine Dings hier, genau. Zack. So, Shop bauen. Wer macht das? Dann bau das doch mal. Kann die Ressource Holz für den Bau nicht finden. Ah, okay. Also erstmal abernten. Gemüse ist trocken. Okay, verwelkt. Alles klar. Wir tun das auch gleich automatisch. Das ist gut. So, du kannst Holz zu Brettern verarbeiten. Okay, da muss ich jetzt irgendwie hin. Was muss ich machen? Du kannst Holz zu Brettern verarbeiten. Ja, okay. Und jetzt Bretterfabrik. Und die muss ich jetzt. Wo muss ich denn hinstellen? Hier oder was? Eine Wasserquelle, okay. Wasserquelle, ja. Pumpen. Ja. Warum kann ich die nicht hinstellen? Ah. Okay, jetzt verstehe ich das. Gut. Pumpe, Charakter werden bald verhungern. Du musst einen Essplatz für sie bauen. Okay. Eine Bank. Oh, also komm. Als ob die sich hier nicht irgendwo hinsetzen könnten. Oder? Also. Alles klar. So, klar, das ist der letzte Schritt des Kunden. Wir kommen hierher, versuchen es vielleicht mit einer Brücke. Ja, hier ist doch alles. Bauen. Ah. Machen Sie nicht, weil kein Holz da ist. Na, dann musst du Holz ernten. Zack. Okay. Ja, cool. Was brauchen die denn noch? Holz. Nur Holz. Dann holzert den Scheiß hier ab. Bitte, tut euch keinen Zwang an. Los, hau rein. Was braucht der? Holz und Bretter, okay. Was, oh, das New Buildings unlocked? Ah. Okay, bestimmt, weil ich irgendwie Level oder sowas gekriegt habe. Ich weiß es nicht. Er war cool. Okay. Also diese Wesen hier sollen wohl, glaube ich, Golems sein. Stimmt, das stand in der Beschreibung. Es sollen wohl Golems sein. Und ja, die sehen halt aus wie eine Ziege oder sonst was. Aber ich glaube, es soll eigentlich nur Golems sein. Aber cool, wenn sowas ist. So, ist das hier schon fertig? Im Bau, okay, macht Wasser. Aber ich brauche doch jetzt ein. Ich muss das hier aufmachen, oder? Steuerung. Ah. Toni Wasser.
Das ist ja cool. Wasser und Trinken, ne? 10-mal Wasser, einmal vergiftete Erde. Okay. Was ist das? Kann aus vergiftetem Boden gegraben werden. Okay. Wie viel Wasser pumpt er denn noch? Okay. Ach klar, 20. Cool. Jetzt haben wir das so ein bisschen hier. Okay. Wasser geht so langsam runter und versickert, okay. Merkt das hier sogar. Okay, krass. Feuchtigkeit des Gemüse, okay, das wächst jetzt sogar auch. Weil ein bisschen Wasser jetzt hier rausgekommen ist. Okay, cool. Fetzt. Gut. Jetzt muss ich hier rüberkommen. Also wir bauen jetzt hier nochmal so eine Treppe. Zack. So. Jetzt brauchen wir wieder Holz. Gut. Gleich mal den Baum hier auch noch mitmachen. Warum rennst du nicht? Ah, der ist müde. Okay. Braucht ein Bett. Du solltest eigentlich eher hier hinstellen, dich. Aber ich mach gleich Wasser auf. Ich glaube nicht, dass sie schwimmen können. Job am Spielende ankommen. Cool. Gibt keinen schnellen Verlauf. Schnellvorlauf, hoppla, es gibt keinen Schnellvorlauf. Aber warum? Nun, in diesem Spiel gibt es keine Gefahr. Deine Charaktere werden nicht sterben und es ist wirklich schwer, um die Ziele zu scheitern. Der Hauptindikator für deinen Erfolg ist Zeit. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich langweilst und zu viel erwartest, dann gibt es vielleicht etwas, was du nicht optimal machst. Alles außer dem Bau kann automatisiert werden. Stell sicher, dass du Golems spawnen lässt, okay? Achte darauf, dass du das volle Potenzial der Automatisierung nutzt. Alle Fabriken können automatisiert werden. Die Holz- und Lebensmittelproduktion automatisieren, benutze Züge. Die machen auch so viel Spaß, okay? Hallo Jungs, ich überlege, was ich das Ding dazu bringen kann, sich selbst zu bewegen. Oh, jetzt kommt die nächste hier, okay. Das wäre doch praktisch, Uff. Sieht aus, als hätten es Leger eine Menge Arbeit vor uns. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir können die Kraft des Windes und des Wassers nutzen, um diese Dinge in Bewegung zu setzen. Lass mich mal damit spielen. Alles klar. So, nochmal lesen, okay. Züge, okay. Das Spiel ist konzipiert, dass es immer etwas zu tun gibt. Planen, neue Gebäude hinzufügen, die Produktion optimieren, mehr Raum erobern und so weiter. Wenn du als Spieler danach immer noch darauf bestehst, dass wir eine Schnellvorlauf-Option hinzufügen, dann haben wir im oben genannten versagt und wir werden sie hinzufügen. Dieses Spiel befindet sich noch in der Entwicklung, richtig? Melde dich auf unserem Discord-Server an, werde Teil unserer Community und du kannst die Entwicklung des Spiels beeinflussen. Du als Spieler aber immer noch darauf bestehst, dass wir einen Schnellvorlauf hinzufügen, dann haben wir versagt und wir werden ihn hinzufügen. Okay, krass. Also sie sind ja wohl sehr, sehr, sag ich jetzt mal, begeistert von ihren eigenen Game. Das ist schon mal gut, das gefällt mir. Wenn eigene Publisher sagen, unser Spiel ist top, unser Spiel kann was. Ja, das ist gut. Okay, du hast es hierher geschafft. Glückwunsch, dass du es hierher geschafft hast. Du hast jetzt nur zwei Probleme. Erstens musst du die Lücke überbrücken, doch der zweite und wichtige Punkt ist, dass das Wasser die Karte hier verlässt. Du musst den Wasserfluss steuern und ihn im Gelände halten. Okay. Wie im Gelände halten. Okay, wie mache ich das? Hä? So, hier ist was. Warnung, keine Produktion ausgewählt, Werkstatt.
Okay, Bauer-Dings hier. Wasserbarrieren, ah. Scheiße, 1 bis 3. Ah, ich verstehe, okay. Aber da deine Charakter bald müde sein werden, musst du für sie einen Schlafplatz bauen. Okay. Schlafplatz, ja. Hier, oder was? Was ist das für ein Riesending, ey? Zack. Okay, für den Bau eines Dammes benötigst du Bretter und Erde. Es gibt eine automatisierte Sägestation, die mechanische Säge. Sie spart Zeit, denn die Charaktere müssen so nicht manuell Bretter herstellen. Okay. Ah, hier. Mechanische Säge. Oha. Alles klar. Zum Organisieren von Produktionslinien musst du Gegenstände mit Hilfe automatisierter Lager zur Fabrik bringen. Stell den Filter auf Holz, damit niemand das anderes hier lagert und die Produktion ausbremst. Okay, Gegenstand filtern. Holz. Holz. Okay, cool. Ist das Lager? Das Holz? Okay. Dann wird das hier. Wieso sind hier zwei Lager? Eins hätte doch gereicht. Oder? Letzte Ressource, die du für einen Damm brauchst, ist Erde. Aus dem Lager haben einen mit einem orangen Pfeil markierten Ausgang. Sorge dafür, dass er zum Förderband zeigt. Okay, automatisierte Lager, ja. Okay, hier ist der Orange, der muss zum Förderband zeigen. Gut. Diese Fabriken benötigen eine Strommühle. Eine Wassermühle ist am effizientesten, aber hier gibt es keinen Wasserlauf. Errichte stattdessen eine Windmühle, die sich gut für die kleine Fabrik eignet. Okay. Gut. Oh, die ist aber riesig. Ja, das ist aber eine riesige. Ja, ne? Was? Dann graben in diesem Gelände unten im Wasser arbeitende Charakter werden die Erde zum nächsten Lager transportieren. Okay. Ich muss ich graben. Niedriges Gelände. Manche Fabriken stellen mehr als eine Sache her. Da musst du auswählen, was sie produzieren sollen. Dammkomponente. Ah, okay. Ein kurzer Pfad ist der Schlüssel, um Aufgaben schneller zu erledigen. Treppe. Okay, Holztreppe. Oha, Sturm. Es wird eine Menge in Gang gesetzt. Stell sicher, dass alles flüssig läuft. Genügend Erde und Holz für Bärdebeispiel. Schau dir die Prozesse an, um das Spiel zu verstehen. Sorge dafür, dass der Damm gebaut wird. Okay. Alles klar, verstehe. Bin ich gespannt. Auch Bretter und Erde. Bretter. Hölzer, Mechanismus, okay. Alles klar. Gut, die schlafen erstmal. Oh, wo will Erde denn? Ach so. Das ist aber viel, was er jetzt rumschleppt hier. Oh, Bäume wachsen also auch, okay. Gut. Passt ja. Geht's auch noch Sturm, aber das ist doch gut, wenn Sturm ist. Weil dann kann er nämlich hier. Dann Energie fördern. Ja, wie lange schläft die denn, ey? Die schläft ja schon lange, die Olle. Aber hier sind 6 Plätze, obwohl nur 4 Betten sind. Okay.
Ich baue die Treppe und er läuft trotzdem da hoch. So, First Automatic Production. Okay. Cool. Jetzt kommt die Säge hier. Drehmoment, okay. Da ist Wind, hier ist Wind, 160 Grad. Ja, ist cool. Alles klar, also Drehmoment ist sozusagen die Dings Netzwerkleistung ist zu niedrig. Okay. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist natürlich nicht so gut. Aber wollte ich gerade erklären, also die Drehmoment hier ist sozusagen die Energie, die sozusagen dann produziert wird. Ne? Keine Produktion ausgewählt. Warum nicht? Ressourcen? Haupt? Der macht doch Bretter. Hier macht der Darmkomponente. Das reicht doch. Und der braucht 3 Stück. Also müsste gleich fertig sein. Super. Jetzt baut er das und dann sind wir fertig. Haben wir geschafft. Ah, so, Erdeindruck ist cool. Fällt mir. Fertig. Hey, hier drüben. Ich sehe, du bist ziemlich beschäftigt. Lass mich dir helfen. Das sind meine Golems. Das sind meine Golems. Was sind Golems? Ach so. Ich habe gerade dieses Gebäude gefunden. Hier kannst du deinen einen Golem spawnen, der für dich arbeitet. Okay, es sind also doch... Okay, also ich dachte eigentlich, das sind alles Golems. Okay, doch, also sind das nicht Menschen, sondern irgendwelche Kreaturen, die sozusagen, aber ist okay, muss nicht immer Menschen sein, ja? Es muss nicht immer Menschen sein, passt. Golem-Spawn, dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Hintergrund, das kann unmöglich funktionieren. Wen interessiert das schon? Wenn sie für mich beim Angeln funktionieren, bin ich zufrieden. Oder ich habe gerade gemerkt, dass sie nur 2 Tage überleben und ich mehr essen muss, wenn sie... Was? Wenn sie für... Wenn sie für mich arbeiten oder sowas, steht da bestimmt da. Aber das ist ein kleiner Preis, denke ich. Hey Boss, ich will meinen Golem und ich will ihn jetzt. Gut, benutze deine Golems. Lass mich ein wenig forschen, damit ich mehr Technologie für uns erfinden kann. Boss, ich zeige es dir. Ja, der braucht jetzt die Erde, die kommt jetzt hier rein. Und dann kann ich wohl denn ein Dings. Oh, hier gibt es auch einen Tag, okay. Es geht aber schnell. Also Tag gibt es ja auch. Ist wie eine Art Survival auch so ein bisschen, ne? Muss ich gucken, nicht das hier, aber das hier ist halt blöd, wenn das hier so weit weg ist, ne? Aber okay. Schauen wir mal. So, jetzt hat er 111 Erde. Was muss ich jetzt hier machen? Um Golems zu sparen, musst du die Produktion einschalten. Fester Betrag. Ein Sandkohle. Okay. Bin ich gespannt. Da ist er. Da ist mein Golem. Golem von Herrn Eber. Alles klar. Ja, cool. Ziege, Kroko, Euler, Eber. Okay. Cool. Das ist lustig. So, und jetzt? Keine Produktion ausgewählt, okay. Ja, wie viel soll ich denn bauen? Einfach mal 5 Stück, dann werden wir sehen. Aber wieso? Lebensenergie, ja, der geht runter, okay.
Arbeitet unter Wasser. Es kann nicht unter Wasser gehen, es sei denn, es gibt andere Möglichkeiten. Okay. Verstehe. Golem von Herrn Krogo. Die machen jetzt alle ein Krogo oder was? Braucht jeder einen eigenen Krogo, einen Golem? Machen sich jetzt alle einen eigenen Golem, okay. Okay. So, das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt? Wie geht's weiter? Prioritäten? Nee. Ah, kann ich auch noch einstellen, okay. Okay, gut. Hilfe. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ernte, Gelände, entfernen, Baumenü. Wie geht's weiter? Was muss ich tun? Ach, hier oben. Hier muss ich irgendwas tun. Also wieder eine Treppe bauen. Da. Zack. Wo läuft der hin? Hä, wo läufst du hin? Hey drüben, wir sind hier gefangen. Jetzt kommt auch eine Katze. Samantha Fuchser, an den Fuchs ist das. Und Barbara Froscher. Meine Damen, lasst mich helfen. Es wird langsam ziemlich voll hier. Ich mag es, wenn Golem für mich arbeiten, aber das sind zu viele Mandanten auf einmal. Ich verstehe dich, Bruder, aber ich denke, wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Und Paradies, also das Paradies, was ist das? Stell dir einen Ort mit vielen Fischen vor. Ach, das Paradies. Boss, wir müssen dahin. Kein sehr verlockender Gedanke. Und Karotten natürlich auch. Das klingt schon besser, aber wie kommen wir an diesen Ort? Wir haben herausgefunden, dass die Teleporter uns weiterbringen können. Wir waren kurz davor. Ja, steht natürlich nichts da, was da ist, ne? Teleporter, wenigstens etwas Wissenschaftliches. Du weißt es vielleicht nicht, aber dieses Land wurde früher von Wesen bewohnt, die man Menschen nannte. Ich glaube, sie haben das alles gebaut. Ich stimme zu, gehen wir zu diesem Teleporter. Machen wir erstmal was zu essen. Wir wissen nicht, was auf der anderen Seite sein wird. Okay, Gruppe, los geht's. Oha. Jetzt haben sie komplett freigeschaltet. Oha. Da muss ich also hin. Das ist dein letztes Ziel. Schließe die Benachrichtigung auf der rechten Seite. Alles klar. Neben Level gibt es verschiedene. Was war das? Was war das? Platinerz. Das ist gerade ein Komet hier runtergekommen. Alter Schwede. Krass. Es wäre klug, eine manuelle Siegerstation hier zu errichten und die alte zerstören. Wenn die Entfernungen zu groß sind, müssen die Charaktere viel laufen, was wiederum den Spielfluss verlangsamt. Ja, das sehe ich auch so. Was ist das hier? Drehmoment Baggerrad. Okay. Eisenerz. Alles klar. So ist ein wichtiger Aspekt des Fortschritts. Automatisierte Pumpe, okay. Das hier. Kamin, okay. Du musst die Wasserpumpe antreiben. Baue hier eine Wassermühle. Okay. So. Okay, also ich brauche gleich wohl das Wasser.
Ja, das Wasser werde ich wohl gleich brauchen. Ah. So wie scheint. Das heißt, ich muss das irgendwie jetzt hier rüberbringen. Es sind noch ganz viele Pflanzen, Mais, okay. Der Holzkreislauf ist wichtig, da wirst du eine Menge Holz brauchen. Fange also mit den Pflanzen von Bäumen an. Pflanze hier eine Pappel. Ah, okay. Die Bäume kann ich also selber pflanzen. Okay, es wäre klug, eine manuelle Sägestation zu errichten. Gut, das mache ich. Manuell, manuell. Gut, was ist hier? Katapulte sind interessante Maschinen, sie ermöglichen den Transport von allen möglichen Gegenständen hier über große Entfernungen. Sie sind nicht besonders schnell, aber sparen dir den Bau von langen Förderbändern. Katapult. Baue das Katapult. Dabei soll der Eingangspfeil in Richtung Förderband zeigen. Die gehen ja alle. Wo ist denn der Eingangspfeil? Sind ja alle blau. Ja, machen wir einfach so, wa? So, das dauert jetzt alles ein bisschen. Die werden jetzt erstmal schön bauen müssen. So, was ist das hier? Automatisches Lager. Verbrauch ein Drehmoment, okay. Eisen will der hier haben. Verstehe. Was ist das hier alles? Schuppen. Ah, hier können sie auch schlafen. Okay. Cool. Also wir werden jetzt erstmal viel zu tun haben. Stein und Holz. Wo kriege ich denn Stein her? Ah nee, der Stein war hier unten. Stimmt. So. Errichte eine Pfad für die Damen, damit sie die Grube verlassen können. Baue hier eine Holztreppe. Das machen wir doch glatt. Gut. Da bin ich ja mal gespannt. So, aber ich muss, glaube ich, ein bisschen Holz sammeln. Kann das sein? Und hier werde ich wohl auch was brauchen. Eine Brücke oder sowas. Ah, denke ich nämlich. Dass ich hier eine Brücke brauche. Das heißt, sie werden jetzt hier eine Einserbrücke bauen. Oder eine Zweierbrücke. Ich nicht so viel laufen müssen. Hier hoch gleich. Oder? Oh, wir machen das am besten jetzt. Wie machen wir das, damit die hier nicht so viel außen rumlaufen müssen? Hier müssen sie hier hin. Wir bauen hier auch nochmal eins. So. Dann hier so, zack. Das sieht doch schon mal gut aus. Okay, jetzt brauchen wir noch eine Treppe. Ja, Treppe. Ah, auch gleich Holz. Zack, so, dann haben wir hier eigentlich Wasser. Energie haben wir denn hier auch? Macht 200 Drehmoment, das Wasserding, das ist gut. Hier haben wir auch nochmal eine. Okay, was hier? Keine Energie. Hier sind Bretter, Holz. Was macht der? Hölzerner Mechanismus baut der hier, okay. Was macht ihr? Fahrt zu einem Shop, kann nicht gefunden werden. Doppelklick zum Fokussieren. Baut den doch mal zuerst hier.
Brauch Holz. Holz ist nicht da. Deswegen muss alles geerdet werden hier. Zack. Ist das immer noch das erste Tutorial oder was? Das ist echt krass. Okay, ich denke, den ersten Eindruck, warte mal. Ist schon nicht schlecht, also es gefällt mir, macht echt Spaß. Ja, es ja, reizt schon, hier weiterzukommen. Finde ich cool. Ich bin gespannt, was so kommt. Also es ist echt so eine Mischung aus so. Also ich habe gedacht, das wäre so, ja, eigentlich nur Produktion, dass man die dran setzt und sowas. Aber man macht das ja wirklich mit echten Figuren hier. Und sowas alles. Und das ist auch so ein bisschen hier so ein Völkermanagement. So ein bisschen. Bevölkerungsmanagement ist es auch. Also die braucht halt Essen, die braucht trinken. Durstig, hungrig. Oh. Oh, stimmt. Ich brauche Wasser. Moment. Ich muss ja das Wasser runter mal. So, müssen wir mal gucken. Ob das hier auch alles so gut hinläuft. Das füllt sich alles. Das ist richtig cool gemacht eigentlich. So, wie sieht es hier aus? Hier muss es, glaube ich, ein bisschen höher. Also ich kann so auch den Wasserpegel einstellen. Das ist auch gut gemacht. Okay. Also man kann ihn doch nicht so doll einstellen. Okay, jetzt muss ich halt gucken, dass hier irgendwie der Wasserstand hochkommt. Ansonsten habe ich nämlich ganz großes Problem. Das heißt, ich muss das hier irgendwie noch graben. Guck mal, die laufen alle den kürzesten Weg. Deswegen muss ich das hier alles nochmal so bauen. Wenn die den kürzesten Weg nur gehen. Ja, zack. Kann ich auch so eine Treppe bauen? Nee, da muss immer was drunter sein. Gut. Also wir bauen eine Einser-Dings hier. Dann passt das. Gut. So. Verstehe. So, dann holt man hier alles mal ran. Ganze Holz ran. Hier muss so einiges jetzt produziert werden. Ich hoffe, die haben genug. Wetter, Darmkomponente. Haben sie auf jeden Fall. Aber die brauchen was anderes. Wasser haben sie noch hier. Man kann ich nicht abernten hier so einen Bereich. Ja, wird schon sein. Zack. So. Gut, das lassen wir noch stehen da. Und hier hacken wir den ganzen Scheiß auch mal ab. Gut, okay. Denke, das war's erstmal für die erste Folge. Das sieht gut aus auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, hat dir das Video gefallen? Hat dir das Spiel gefallen? Lass gerne mal ein Like da. Und ich würde mich auch über ein Abo sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Video. Ja, bis dahin. Tschüss. Macht's gut.